aber nur, wenn du mir die Omnitrix gibst. Meine vier Arme sind anderer Meinung. Wie schön. Kann ich das zurücknehmen? Danke. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Dazu brauchst du erstmal einen. Stimmt's? Ja, sau komisch. Ich kann unmöglich gegen das Ding gewinnen, wenn mich nach jeder Verwandlung immer diese Stimmen ablenken. Ich wünschte, deine Stimmen würden etwas Hilfreiches sagen. Das ist eine gute Idee. Was ist eine gute Idee, Ben? Ich blende sie nicht mehr aus, sondern ganz im Gegenteil. Ich blende sie ein. Was? Das war ironisch gemeint. Das ist eine furchtbare Idee. Halten wir an und denken darüber nach. Du kannst dich nicht vor mir verstecken, Kleiner. Keine Sorge, ich habe es im Griff. Moment, das ist keine gute Idee. Ich muss noch einen Roboter besiegen. Was hast du vor? Und du musst ein Rennen gewinnen. Ben, nicht! Willst du noch eine Tracht prügeln? Die kannst du auch gern haben. Akzeptiere den Energiefluss. Hä? Oh, komm schon, Ben. Hör ihm mal zu. Konzentration, Fulmini. Sehe Waffe. Eine Waffe? Okay. Wie wär's damit? Das gibt's nicht. Ich hab doch auf dich gehört. Was soll ich denn tun? Mit wem sprichst du da? Wo bleiben nur die Stimmen? Hallo? Du kannst das besser. Mehr Zerstörung. Ah, da seid ihr endlich. Mehr Zerstörung. Gut. Ja. Lass die Energie fließen. Du Narr. Du weißt nicht, mit welcher Macht du spielst. Da will sich jemand aus seiner Abreibung. Los geht's. Das lässt du schön bleiben. Du flüchtest nicht aus der Stadt, bevor ich mit meinem Sieg angeben kann. Ich hab doch gesagt, dass ich gewinne. Und das gefällt dir nicht. Ist mir nur recht. Es wird Zeit, die Sache zu beenden. Oh nein, Ben! Ich komme mit dir, Gwen. In Ordnung. Wer versteckt sich da drin? Das ist weder der Stil von Animo, Steam Smythe, noch Zomboso. Hä? Oh, das war ja klar. Vilgax, deswegen die Tentakel. Du kriegst einfach nicht genug von mir, oder? Sperr ihn in eine Energiezelle ein, schnell. Stimmt, ja. Okay. Ich muss ihn da rausholen. Was? Wow! Du hast Vilgax in einen Energiekäfig gesperrt? Ich wusste nicht, dass du das kannst. Oh, das wusste ich auch nicht. Ich hätte früher auf diese Stimmen hören sollen. Okay, ihr Stimmen. Jetzt habe ich einen intergalaktischen Superschurken gefangen. Was soll ich mit ihm machen? Stimmen? Von denen würde ich mir keine Antwort erhoffen, Junge. Sie sind nicht die Quelle deiner neuen Macht. Sie sind der Vorbote eures Untergangs.